Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland und wir sind gerade dabei, wie hier Ute ganz konzentriert ihre Runden mit dem LKW und dem wunderbaren Muldenauflieger hier dreht. Und das ist der Kurs, den ich eingefahren hatte, wie ich es schon angedroht hatte, von der Raffinerie zur Obstplantage und von dort aus dann hier unten zu den Gewächshäusern und dann wieder zurück zur Raffinerie. Alles schön sauber und ordentlich auf jeden Fall. Sofern nicht irgendwelche Autos hier kommen und das Ganze kaputt machen. Ich raste aus, ne? Ja, und dann hupst du noch. Ich glaube, du tickst nicht richtig, oder was? Mann, 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 ey. Aus, tschüss. So, wie krieg ich dich denn da jetzt wieder runter? Mit Gewalt, ne? Ja, nicht schön. Aber klappt. Das ist die Hauptsache. Wieso steckst du denn den Verkehr fest? Da ist kein Verkehr. So. Junge. So, jetzt haben wir hier wen anders. Oh, das ist jetzt hier Maria, glaube ich. Ja, die haben mal kurz hier Fahrerwechsel gemacht. Wahrscheinlich ist dann doch ein bisschen mehr passiert. Und ja, muss da halt Ersatz her. Bitte was? Was ist denn jetzt? Also, ihr seht das wie ich, ne? Es geht hier nur geradeaus, oder? Wieso kommst du denn dann auf die Idee, auf einmal hier anders zu fahren? Was stimmt denn nicht mit dir? Junge, Junge, Junge. Also das ist auch wieder, fängt ja gut an hier, ne? Warum? Ja, also so war das nicht geplant. Definitiv nicht. Also, was das hier wieder ist, ey. Unfassbar, ey. Nächster passender Wegpunkt, naheliegender Wegpunkt. Nehmen wir dich mal. Und da fährst du trotzdem nur mit 10 km/h. Und steckst angeblich im Verkehr fest. Da ist kein Verkehr. Wie wir sehen. Das ist unglaublich. Ja, Ende vom Lied ist, er fährt auf jeden Fall wieder zurück zur Raffinerie und von dort aus dann soll dann die Reise weitergehen. Da ist jetzt aber nichts mehr, das ist leer. Dem ein oder anderen mag auch vielleicht aufgefallen sein, oben rechts in der Ecke, da ist kein Geld mehr. Da stand vorher mal eine 200 und die ist weg. Wo ist das Geld hin? Ganz einfach. Wir haben einen kleinen Unternehmer dabei geholfen, sich hier anzusiedeln. Und haben ja mal so ein kleines Investgeschäft gemacht. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Denn ja, es sieht halt so aus, dass sich hier so eine kleine Fabrik niedergelassen hat, die aus wunderbaren Sojaböhnchens Milch macht und Schrot, beziehungsweise dann halt Schweinefutter daraus, was dann halt überbleibt. Und ja, ich hoffe, dass das ein erfolgsträchtiges Geschäft auf jeden Fall ist. Ne? Wir können das Ganze gleich mal ausprobieren.
denn wir werden direkt mal einen Kurs aufzeichnen und von hier aus dann auch gleich Sojabohnen mitnehmen und dann mal darüber fahren. Ich muss eh mal gucken, wie ich da hinkomme. Wir müssen da lang. Ja, am einfachsten ist es unten dann wieder. Obwohl, wir können auch an der Mehlfabrik vorbeifahren, das geht auch. Bleibst du stehen, danke. Nicht, dass er noch hinten drauf raussteht, ne? Das fehlte noch. So, komm, mach voll den Kübel und dann geht's los hier. Zack, Klappe zu und los geht's. Wir machen das Fenster zu, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann fahren wir und fahren und fahren und fahren. Und was wir auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession machen werden, ist die Obstplantage oben in Betrieb nehmen. Das heißt, da ist jetzt eine Ladung oder eins und ein bisschen, sage ich jetzt mal, das waren glaube ich noch 5000 Liter oder irgendwie was, Kompost angekommen. Das heißt, wir können dort oben dann den Kompost, der dort ist, ein bisschen verteilen, so dass alle vier Früchte dann blühen, wachsen und gedeihen können. Ja. Das gefällt mir nicht. So. Unsichtbarer Verkehr hier auf der Karte, ey, das gibt's doch nicht. Mal gucken hier. So, nochmal anmachen. Ah, ich muss dann nach Süden, alles klar. So, wir machen das natürlich jetzt so, dass wir das erstmal hier mit einfahren. Ist natürlich dann auch gleich das größte Gespann, was es halt so gibt, ne? Klar, man könnte jetzt auch noch hier noch einen Anhänger oder einen weiteren Anhänger dahinter klemmen. Aber das machen wir nicht. Wir wollen das Ganze human machen. So, ja, wo ist denn jetzt hier Soja? Genau, haha. witzig. Wortspiel nicht beabsichtigt. Aber wir fahren da jetzt mal hin. Denn es geht hier lang. Und auf dieser Karte gibt es eine schöne große Fläche, die sich allerbestens eignet, so ein kleines Gebäude dann dahin zu setzen. Und ja, ihr seht es vielleicht hinten rechts schon. Oder vorne rechts vielmehr. So. Hier steht zwar vielleicht, wir bauen für sie, aber wir sind fertig mit Bauen. Wir haben nämlich schon gebaut. So, jetzt ist die Frage, nehmt ihr noch an oder nehmt ihr nicht an? Hier wird noch angenommen, sehr schön. Ich glaube, das mit den Öffnungszeiten funktioniert nur, wenn man das ganze Ding mit dem Giants Editor einbaut, ne? Macht aber nichts. Soll mir ganz recht sein. Ach komm, echt? 50.000 und mehr nicht, oder was? Ah, das ist ja mal Mist. Jetzt fehlen hier nur noch Treibstoff und Wasser. Wasser können wir noch hier hinbringen. Das ist kein Problem. Ja, das mit den 50.000 müssen wir uns merken hier. Das ist ja echt mal Mist, ey. Kommst du mit so einem großen Gespann um die Ecke und siehe da. Du hast zu viel gebracht. Ja, schönen Dank.
So, jetzt fahren wir dann halt wieder zurück zum Hof. Auch kein Problem. Und dann schnappen wir uns das Wasserfass und füllen mal so ein bisschen Wasser hier bei den ganzen Produktionsstätten auf. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas ins Stocken gerät, nur weil irgendeine Zutat oder ein Rohstoff fehlt. Ne? Das muss alles laufen. Hier, das Mehl sprudelt auch so langsam vor sich hin. Und ich erhoffe mir jetzt, dadurch, dass wir da jetzt die Sojamilchproduktion haben, natürlich ein bisschen mehr hier mit Milch und so weiter, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Wir müssen, was mir gerade einfällt, das bisschen Milch, was wir jetzt haben, mal abtanken, beziehungsweise bei den Kühen abholen. Denn ich glaube, ab 12 Uhr wird das Ganze dann verkauft. Ich habe jetzt diesen Stopp-Milch verkauft oder Stopp-Milk-Sale. Das Schildchen habe ich jetzt noch nicht mit drin. Weil ich mir denke, wenn wir dann übers Ziel hinausschießen und das Ganze dann halt um Mitternacht verkaufen, dann ja, selber schuld, ne? Da müssen wir dann halt ein bisschen drauf achten. Aber jetzt erstmal ganz geschmeidig zurück zum Hof. Und hier macht sich auch schon die erste Wachstumsstufe bereit. Haben wir eigentlich die Feldgrenzen von dem Grasfeld 1 schon neu vermessen? Ich glaube nicht, ne? Und die ganzen Kurse, die wir da haben, die können wir jetzt auch eigentlich dann weghauen. So. Dich ver... So nennen wir dich. Können wir dann auch gleich in den entsprechenden Ordner packen hier. Den Hofsilo-Verteiler. Jawohl, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Was macht er mit dem Rest? Was machen wir mit dem Rest? Wir haben ja nur so ein bisschen. Da kommt der Hopfentransport. Das können wir eigentlich hier reinschütten. Wieder zurück an Absender. So. Irgendjemand hat seine Aufgabe erledigt. Ist auch okay. Ah, das ist der... der Grassammler. Wie ich ihn nenne. Der Grassammler ist fertig. Man könnte jetzt hergehen. Den erstmal parken. Passt das? Das passt. Ich dachte, dass das passt. Ja. Ach komm, ey. Da ist nichts. Keine Kollision, kein gar nichts. So, Willkür. Ja, das Gras auf dem Grasfeld 7. Das müssen wir noch da weg. Ey, was ist denn jetzt? Komm, da war doch nichts. Dann stehst du halt schräg drin, ist mir auch jetzt egal. Tschüss.
So, und hier habt ihr gesagt, soll ich mal gucken, dass ich nochmal auf Abladen drücke. Dass der das gezogen kriegt hier. Das wäre so eine Eigenart hier von dem Fass oder was? Das irgendwo. Das Gerät zuerst aufhören. Ja, es ist doch leer. Naja. Probier es nochmal hier. Damit und damit. Alles ist toll, oder wie? Naja, gut. Wird schon stimmen. Gut. Gut, 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 gut. Was machen wir denn jetzt? 16 Minuten haben wir jetzt voll. Ich würde sagen, wir lassen es dann gut sein für heute. Machen dann morgen einfach mal weiter. Und ja, ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und sag ganz einfach, bis morgen. Ciao, ciao.